Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Die meisten wissen es ja schon, wir stehen sozusagen mit einer zweiten Filiale in Reutnitz-Stotteritz in den Startlöchern. Und ab Montag ist es sozusagen soweit. Click und Collect ist dann wieder erlaubt. Das heißt also, es dürfen Schuhwünsche bei uns abgegeben werden. Dann ist also immer jemand da. Ja. Und demzufolge ist es auch so, ihr dürft schon mal Vorgucker machen auf diese neuen schönen Schuhe, die dann uns erwarten. Und was war's noch? Ach ja. UPS-Shop, DPD, Picket Store, was es da noch alles gibt. Wir werden das also wieder wie so ein kleines Dienstleistungscenter mit aufbauen, dass wir ein Anlaufpunkt für euch in diesen Stadtteilen sind, so wie wir es hier auch in Gohle sind. Und hoffen natürlich auf jeden Fall auf regen Zuspruch. Also wir würden uns wie Bolle freuen. Die Mädels sind schon ganz heiß drauf. Und ich sag mal, es gibt schon so tolle, schöne neue Modelle und Farben, wo ich dann immer wieder sage, also wir wollen doch mal Appetit machen. Ja, frische Farben, frische Modelle. Und ich denke mal, das nächste Frühjahr kommt ja sowieso. Hallo und ich, liebe Eltern, liebe Kinder, ihr Lieben, ich bin die Frau Kleeberg und freue mich riesig, euch ab Montag, den 15.02. in der Stotteritzer Straße 85 begrüßen zu dürfen. All mein Wissen und mein Können hat jetzt die Frau Noack lange genug Zeit gehabt, um mir das beizubringen. Ich versuche natürlich mit allen Mühen in ihre Stapfen zu treten und ihr auch keine Schande zu machen. Werde ich und meine Kollegin die Frau Hage am Montag, den 15.02. werden wir riesig begeistert, wenn ihr schon von den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr einfach auch mal beim Spazierengehen vielleicht mal bei uns reinschnuppert, weil der Laden ist total schick eingeräumt. Wir haben schöne bunte Farben. Eine kleine Auswahl von neuen Modellen ist auch schon da, wie kleine Mützen, Loops, Schals. Alles, was das Kinderherz begehrt, weil unsere Eltern stehen ja in dem Moment nicht im Vordergrund. Das sind ja unsere kleinen Mäuse. Deswegen hatte Frau Noack sich auch wirklich sehr, sehr bemüht, ein großes Auswahlsortiment zu finden, so dass wir wirklich für jedes kleine Mäuschen was dabei haben. So, ich hoffe doch, wir haben euch Appetit gemacht. Ich hoffe doch, das Schuhwidu wird in Reutnitz, Stotteritz und Thonberg genauso gut angenommen wie hier im Norden von Leipzig. Und wir haben ja schon eine bekennende große Fangemeinde, die auch regelmäßig unsere Videos abonniert. Das heißt, auch da sind wir sehr aktiv. Und auch wir möchten natürlich, dass sich die Eltern in den gesamten Stadtteilen angesprochen fühlen. Also wir machen sehr viel für euch. Das heißt also, wir haben gerade jetzt in zur Zeiten des Lockdown haben wir einen Lieferservice gehabt. Wir haben die Schuhprobiertüten, die Pakete gepackt. Also alles Dinge, wo man sagt, besser kann es im Grunde genommen nicht werden oder als Elternteil, man fühlt sich nicht so sehr alleingelassen. Und das möchten wir natürlich auch nach Reutnitz, Stotteritz und Thonberg tragen. Ja.